Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 20. So dachte ich, mit meinem Nest werde ich verscheiden und gleich dem Phönix meine Tage mehren. Hiob, Kapitel 29, Vers 18. In den ersten Tagen nach ihrem Zusammentreffen versuchte Hiob immer wieder, Anne über die Erlebnisse und die Umstände ihrer Reise nach Skandinavien auszufragen. Aber selbst wenn sie hätte sprechen können, hätte sie ihm wohl nicht geantwortet. Also gab er seine Bemühungen irgendwann auf und begann stattdessen von seinen Erlebnissen seit dem Aufbruch aus Mont Sauvage zu berichten. Als er ihr von Irene und Dominic erzählte, beschlich ihn ein seltsames Gefühl. Schon lange hatte er nicht mehr an die junge Frau aus Valenkas und ihren Sohn gedacht, aber jetzt erschien es ihm manchmal, als sei sie es und nicht Anne, die an seiner Seite ritt. Er musste auch daran denken, dass er Anne eine Zeit lang vollkommen vergessen hatte, während er bei Irene lernte, als Mensch zu leben. Zuerst hatte er den Impuls, Anne auch diese Gedanken mitzuteilen, aber die Vorstellung, dass sie ihm nichts darauf würde erwidern können, machte ihm Angst. Also behielt er sie für sich und erzählte Anne stattdessen von seinen Träumen. Darüber war sie sehr aufgeregt und gab ihm zu verstehen, dass sie ebenfalls Träume gehabt hatte und dass diese sie hierher geführt hatten. Abends, wenn sie rasteten, blieb Hiob oft noch lange wach, nachdem Anne eingeschlafen war, und dachte über ihre Gespräche nach, wenn man es denn so nennen konnte. Es musste noch einen Grund für ihr seltsames Zusammentreffen geben. Eines Nachts, sie konnten nicht mehr weit von Trondheim entfernt sein, lag er wieder wach und grübelte vor sich hin, als ihn plötzlich die Erkenntnis traf. Es wird die Schweigende erscheinen, und sie wird es sein, die den Gefallenen den Weg ans Licht weisen kann. Hatte Cumulus ihm und seiner Schar einst aus einem alten Buch vorgelesen, als die Weltkarte bei ihm abgeholt hatten, die Abguna seinem Amtskollegen im Himmel der Ureliten zum Geschenk machen wollte. Weiter hatte die Prophezeiung gelautet, wenn der Himmel in Flammen steht und die Herzen der Menschen von Finsternis erfüllt sind, wird sie die Hoffnung der Welt sein. War Anne die Schweigende? Der Himmel der Bewahrer der Vergangenheit loderte in göttlichem Feuer und die Ragoliten selbst mochten die Gefallenen sein. Als er Anne seine Gedanken am nächsten Morgen mitteilte, sah sie ihn skeptisch an und schüttelte energisch mit dem Kopf. Doch er war sich sicher, dass es nur ihre Bescheidenheit war, die sie seine Theorie rundweg ablehnen ließ. Für den Rest des Tages war sie nachdenklich und interessierte sich kaum für seine Erzählungen. Erst als er beiläufig erwähnte, dass er auf der Suche nach einem Ordensbuch der Ragoeliten war, horchte sie auf. Sie sah ihn fest an und deutete kopfschüttelnd in die Richtung, in die sie ritten. Dann wies sie nach Süden. »Das Buch ist nicht mehr in Trondheim, sondern im Süden?« Anne nickte. »Aber wie ist es da hingekommen?« Sie deutete einen Flügelschlag an. »Ein Engel? Ein Engel hat es fortgebracht? Ein anderer Ragoelit?« Sie nickte wieder. »Weißt du, wo es jetzt ist?« Anne schüttelte den Kopf und wies wieder nach Süden. »Aber es ist im Süden, ja? Auf dem Festland?« Sie nickte wieder energisch. Hiob blickte nachdenklich in die Richtung, wo er die Ordensburg vermutete. Wenn das Buch sich nicht mehr dort befand, hatte seine Reise erneut seinen Sinn verloren. Er wusste natürlich, dass das nicht ganz stimmte. Er musste einfach nach Trondheim reisen, um den zerstörten Himmel mit eigenen Augen zu sehen. Als er Eliphas mitteilte, was er von Anne über das Ordensbuch erfahren hatte, sah dieser ihn nur mit hochgezogenen Brauen an und sagte nichts.
Mein Zusammentreffen mit Anne hier ist kein Zufall, sagte Hiob. Ich glaube, es hängt mit einer alten Prophezeiung zusammen. Der Herr hat mich sicher hierher geführt, um sie zu treffen. Der Kompteur sagte immer noch nichts und sah ihn neugierig an. Anne ist aber nicht hierher gekommen, um nach dem Ordensbuch der Raigoliten zu suchen. Schließlich ist es nicht hier. Das behauptet sie zumindest, antwortete Eliphas. Hiob schüttelte den Kopf. Du hast nicht gesehen, wie sie der Traumsaat begegnet ist. Sie muss auserwählt sein. Ich habe keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Gut. Eliphas nickte. Aber auch sie konnte dir nicht sagen, wo das Ordensbuch ist. Wir können also nicht davon ausgehen, dass es tatsächlich in Sicherheit ist. Das stimmt, antwortete Hiob. Und deshalb wirst du es suchen und dafür sorgen, dass es sicher in einen anderen Himmel aufbewahrt wird. Wie bitte? Der Kompteur starrte ihn ungläubig an. Bitte, Eliphas, das Schicksal unserer Welt könnte davon abhängen, sagte Hiob nun eindringlich. Ich weiß, dass ich bei Anne bleiben muss, und der Herr hat andere Pläne für sie, als nach dem Buch zu suchen. Und außerdem hat ein Engel es von hier fortgebracht, also wäre es am sinnvollsten, in einem Himmel Nachforschungen zu beginnen. Und du weißt ja, wie die Angehörigen der Kirche auf mich reagieren. Der Kompteur nickte zögernd. Hiob konnte sehen, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. Einerseits wollte Eliphas sicher endlich wieder zu seinem normalen Dienst zurückkehren, um seine Laufbahn so schnell wie möglich abzuschließen und Amatura zu werden. Andererseits wusste Hiob auch, dass Eliphas das Ordensbuch und die Ereignisse, die nach seiner Gefangennahme ins Rollen gekommen waren, nicht kalt ließen. »So soll es sein«, sagte der Kompteur schließlich langsam. Ich werde mit meinen Leuten in den Hafen von Trondheim reiten und so schnell wie möglich ein Schiff nach Süden nehmen. Ich werde meine Suche im Himmel von Nürnberg beginnen. Danke, Eliphas. Hiob sah ihn erleichtert an. In den nächsten Tagen begann der schmale Pfad, sich langsam von den Bergrücken der Hedmark in die immer tiefer werdenden Täler der nördlichen Fjorde Norwegens herabzuwinden. Die Gegend wurde langsam wieder bewohnter. Hin und wieder kamen sie in der Nähe kleiner Ansiedlungen vorbei, von denen jedoch fast die Hälfte verlassen dalag. Der Bergpfad folgte jetzt einem Bach. An der Stelle, wo er sich mehrere Meter tief als Wasserfall in den Fjord ergoss, führte der Pfad auf eine Straße, die am Ufer entlang weiter nach Norden führte. »Dort unten geht es nach Trondheim«, sagte Eliphas, als sie oben auf der Klippe standen. »Wenn ihr direkt zum Himmel wollt, müsst ihr dem Pfad dort folgen«, der wieder in die Berge führt. Es kann nicht mehr weit sein, höchstens noch ein oder zwei Tage. Erreichte Hiob seine Landkarte. Wir brauchen sie jetzt nicht mehr. Danke. Der Kompteur maß ihn mit einem letzten langen Blick. Dann streckte er ihm die Hand hin. Hiob ergriff sie umständlich. Viel Glück, Raguelit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Nachdem sich auch die Beutereiter von Hiob und Anne verabschiedet hatten, führte Eliphas seine Rotte auf die Küstenstraße. Hiob sah ihnen noch eine Weile nach. Einen Großteil der Zeit, seit er aus dem Koma erwacht war, hatte er mit Eliphas und den Beutereitern verbracht. Und gestern noch hätte er sich nicht vorstellen können, ohne sie weiterzuziehen. Als die Rotte um eine Biegung des Fjordes verschwunden war, zupfte Anne an seinem Ärmel und wies auf den Pfad, den der Kompteur ihnen gezeigt hatte. Hiob faltete die Karte zusammen und steckte sie in seine Satteltasche. Dann lenkten sie ihre Pferde vorsichtig auf der Klippe entlang, weiter Richtung Norden. Am Abend hatten sie das Gefühl, den Himmel schon sehr nahe zu sein. Die wenigen Pflanzen, die in der kargen Berglandschaft wuchsen, waren allesamt braun und verdorrt und immer wieder wehte ihnen ein heißer, böiger Wind entgegen. Sie überquerten noch einen Hügelkamm, bevor es dunkel wurde, und fanden schließlich eine geschützte Mulde hinter ein paar Felsbrocken, in der sie die Nacht verbrachten. In den letzten Tagen hatte es zum Glück kaum geregnet, und auch am Morgen blieb es außergewöhnlich trocken. Als sie sich verschlafen von ihrem Lager erhoben, war es immer noch ziemlich dunkel, obwohl die Sonne bereits am trüben Himmel stand. Am nordöstlichen Horizont jedoch hing zwischen Himmel und Erde ein gewaltiger schwarzer Streif, der wie ein dunkler Riss
in der Welt alles Licht verschluckte. Hiob nahm Anne bei der Hand und gemeinsam starrten sie zu der Rauchwand hinüber. Das Brandland konnte nicht mehr weit sein, wenn die schwarze Mauer über dem Korridor aus verbrannter Erde, den das Fegefeuer hinterlassen hatte, schon so groß erschien. Das Fegefeuer selbst konnten sie von hier aus nicht sehen. Schnell packten sie und stiegen wieder auf. Sie mussten noch einen Hügel überwinden, bevor sie ihr Ziel sehen konnten. Inmitten des Rauchs ragte auf der Klippe unter ihnen eine strahlend weiße Feuersäule in die Höhe. »Der Himmel der Raguliten«, sagte Hiob leise. »Es stimmt also tatsächlich.« Anna nickte und lenkte ihr Pferd neben das seine. Natürlich hatte er gewusst, dass es stimmte, aber ein Teil von ihm hatte es einfach nie glauben wollen. Doch jetzt, als er die Flammen sah, wo einst das prächtige Maßwerk in die Höhe geragt hatte, auf dessen Zinnen und Simsen er das Fliegen gelernt hatte, konnte er sich gegen die Gewissheit nicht mehr wehren. Aber da war auch ein anderes Gefühl. Der Himmel war nicht nur die Heimat des Engels Kaliel gewesen. Er war auch der Ort gewesen, an dem der junge Calvin gefangen gehalten und unter furchtbaren Qualen zu diesem Engel gemacht worden war. Nachdem sie eine Weile schweigend zu dem zerstörten Himmel hinübergeblickt hatten, banden sie ihre Pferde an ein paar Felsen fest und stiegen den mit Trümmern übersäten Abhang zu der Klippe hinab, auf der sich einst die mächtige Ordensburg über dem Nordmeer erhoben hatte.